Am 6. November 1917 befand sich das deutsche U-35 unter Kapitänleutnant von Arnaud de la Peyre vor der albanischen Küste. Plötzlich wurde es von einem gegnerischen U-Boot aus kürzester Distanz mit 4 Torpedos angegriffen. Maschinen- und Ruderkommandos wurden erteilt, doch die Entfernung war zu gering. Torpedo Nummer 1 und 2 mussten treffen. Sie steuerten genau auf das deutsche Boot zu. Torpedo Nummer 1 sprang 2 Meter vor dem Boot mit schneidendem Propellergeräusch aus dem Wasser. Zwischen Geschütz und Turm genau über dem Wellenbrecher über das Boot weg, dabei das Steuerbord Geschützgeländer verbiegend, einen Stahlstander abreißend und das Zentralseerohr berührend und klatschte am Backbord neben dem Boot ins Wasser. Torpedo Nummer 2 unterlief U-35 etwa in Schiffsmitte. Die beiden letztgenannten Torpedos endeten als Kreisläufer, nachdem das Boot versucht hat, ihnen auszuweichen. Nach Beschuss durch das Bordgeschütz verschwand das unbekannte U-Boot.